Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiges Thema: Wie viele Sprossen hat meine Karriereleiter? Liegt es nicht nahe, wenn ich als Führungskraft gut bin, die nächste Karrierestufe zur Führungskraft vielleicht auch nehmen möchte? Was qualifiziert mich als Führungskraft und wie kann ich meine Kompetenzen ausbauen und vielleicht sogar erweitern? Das möchte ich mit unserem heutigen Gast Harald Wolfram Klein besprechen. Harald ist Buchautor, Berater für Führungskraftentwicklung und Karriereberatung und verfügt über eine jahrzehntelange Erfahrung im HR-Development. Sein Claim: mit Leichtigkeit in die Führungsrolle. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Harald. Ja, hallo André. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, möchtest du dich mal kurz mit deinen eigenen Worten unseren Zuhörern vorstellen? Naja, du hast ja schon ein bisschen was gesagt. Also ich war 33 Jahre in der Automobilindustrie und war dort verantwortlich für die Personalentwicklung zuletzt. Aber habe natürlich verschiedene Stationen dort durchlaufen, wie das in so einem Großkonzern auch so üblich ist. Und nun habe ich mich seit einem Jahr selbstständig gemacht als Berater für Führungskräfte. Ich berate aber auch Unternehmen. Wir kennen uns aus LinkedIn, da bewerbe ich halt hauptsächlich die Schiene Karriereberatung, aber ich mache auch noch andere Dinge. Ja, danke. Und zu Hause bist du wo? Ich habe immer zwei Standorte. Also wohne in Karlsruhe eigentlich, aber bin sehr oft in meiner Heimatstadt Bad Kreuznach. Da lebt mein Vater noch, der ist pflegebedürftig und deswegen bin ich sehr oft hier. Ja, schön. Kann denn überhaupt eine Führungskraft wirklich die berufliche Entwicklung planen? Ja, also das ist natürlich immer so eine Streitfrage, kann man das planen? Aber ich denke, auf was es ankommt, ist, dass man eben weiß, was man will. Das ist das Entscheidende. Ob du nachher sagst, ich verfolge ein ganz bestimmtes Ziel und das nehme ich mir vor und das will ich erreichen. Oder ob du sagst, ich sitze am Flussufer und die Chancen fließen wie Schiffe an mir vorbei und ich steige dann in das Richtige ein, wenn es da ist. Das ist eine Philosophiefrage. Wesentlich ist zu wissen, was man will, und ja, und dazu habe ich auch ein Modell entwickelt, kommen wir vielleicht noch dazu. Ja, das ist ja eine spannende Sache. Ich habe mir gerade das Bild so vorgestellt. Wir sind ja direkt hier am Niederrhein, am Rhein. Ich sitze so am Rhein und lasse die Schiffe an mir vorbeiziehen und ich springe nicht auf, ne? Und ich habe tausende Chancen. Ist es denn nicht so, Harald, du hast ja jahrzehntelange Führungskräfte-Erfahrung auch, dass es oftmals so ist, dass die Menschen nicht wissen, was sie wollen? Also ich glaube, das ist sehr häufig, dass Menschen sich schwer tun zu entscheiden. Und ich glaube, da tut man gut daran, wenn man einmal für sich geklärt hat, was ist mir denn im Leben wirklich wichtig? Ja, also man bekommt ja immer Angebote und es ist ja wie beim Headhunter, also auch in einem großen Unternehmen intern. Man wird plötzlich gefragt, willst du Assistent vom Vorstand werden? Ja. Mhm. Ja. Dann ist jeder, der sagt, ja, das ist ja eine super Chance, ja. Aber ja, sich dann mal zu überlegen, was bedeutet das denn eigentlich hinten dran, ja? Also bin ich dann eben, wenn ich sage, mir ist zum Beispiel Zeitautonomie extrem wichtig, das steht bei mir ganz oben auf der Agenda, dann ist das definitiv der falsche Job, ja, beispielsweise. Ja. So, und da kann man sich halt sehr gut entscheiden, wenn man sich klar mal gemacht hat, was ist denn für mich wichtig. Es ist ja nun auch die Frage, ich kann ja auch nicht sofort alles. Wenn man sich heute diese Jobprofile anschaut, und da sind ja auch verschiedene Studien auch unterwegs, und man sagt, 100% muss man ja auch gar nicht können. Ja, du hast gerade Assistent der Geschäftsleitung zum Beispiel, ja, oder Teamassistenz. Man muss ja auch irgendwo in diesen Job dann hereinwachsen. Und deshalb heißt es ja auch Entwicklung, Führungskraftentwicklung. Ein Mensch ist ja nicht sofort fertig. Ne? Er wird geboren und dann kann er auch nicht sofort laufen. Also das Laufen lernen wird ihm irgendwo dann beigebracht und man macht es Schritt für Schritt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man den Führungskräften dann auch klar macht, Moment, wenn du Führungskraft werden möchtest, ja, geht das Schritt für Schritt. Wenn man dich natürlich ins kalte Wasser
reinschubst, dann ist es natürlich ein Problem. Aber es gibt sicherlich probatere Mittel, damit man da irgendwo dann auch loslaufen kann. Ja, naja, klar. Und deshalb ist es natürlich auch gut, bevor man Führungskraft wird, bestimmte Dinge auch zu üben. Ja? Also da sagen wir, viele kann ich nicht. Ich sage immer, führen kannst du jeden Tag. Du musst nur die Chancen sehen. Es gibt auch eine Führung von unten und es gibt auch Kollegen zu führen und es gibt eben Initiativen zu ergreifen und so weiter und so weiter. Das kannst du jeden Tag üben und kannst feststellen, wie sich das anfühlt. Und natürlich kannst du auch das, auf was es ankommt, auch regelrecht trainieren. Ja? Also machen ja viele Firmen auch, dass die eben in der Vorbereitung auf eine Führungsrolle, dass du eben solche Dinge machst wie Rollenspiele und so weiter, wo du Mitarbeitergespräche simulierst und so weiter. Und das kann man natürlich auch mit einem guten Coach machen. Ja, und da hast du jetzt auch sogar ein Buch rausgebracht, das nennt sich Karriere machen. Ich halte es mal eben kurz hier in den Bildschirm rein. Ne? Karriere machen, beruflich vorankommen mit dem 5-Punkte-Plan. Ja? Ist so eine kleine Fibel, sage ich jetzt mal einfach, wunderbar geschrieben mit ganz tollen Checklisten dabei, wie ich festgestellt habe. Ich habe es natürlich durchgearbeitet. Ja, das finde ich immer ganz wichtig, dass ich mich gut vorbereite, auch bei einem Podcast. Ne? Für wen ist das Buch denn eigentlich gedacht, Harald? Naja, genau, eigentlich hauptsächlich für die Zielgruppe, die Führungskraft werden will, aber natürlich auch Leute, die schon Führungskraft sind, gerade am Anfang. Die ersten 100 Tage sind ja besonders kritisch, also oder das erste halbe Jahr, sage ich mal. Also ich sage immer für Leute, die Führungskräfte sind oder es werden wollen. Aber natürlich sind da auch ganz viele Tipps drin. Also selbst für Jugendliche oder für Studierende, die, ja, die sich über die Berufswahl Gedanken machen. Ja, also man kann das, was da drin steht, kann eigentlich jeder benutzen. Aber wann sollte man? Sind eben Führungskräfte, ja. Ist natürlich auch so eine Sache, ich bin jetzt Führungskraft und habe eine neue Anstellung und dann sehe ich, naja, das läuft irgendwo nicht so, dann wärst du ein guter Ansprechpartner und sagen, ich helfe dir im Endeffekt den nächsten Sprung, dass man auch entsprechend gut hereinkommt und das entsprechend managen kann. Aber ist es nicht so, dass man vielleicht doch besser schon vorher, bevor der Job beginnt, anfängt damit? Ja, natürlich, auf alle Fälle. Ja, dafür ist ja auch gerade das Buch gedacht. Und dafür ist ja auch mein Coaching-Programm gedacht. Ja, also, wenn du möchtest, kann ich mal kurz erläutern, was er vorhin von den Sprossen erzählt hat. Das Buch hatte den Untertitel mit dem 5-Punkte-Plan. Also, diese 5 Punkte kann man eigentlich, ich habe hier die Hand, ja. Symbol in dem Buch ist auch verwendet. Das sind 5 Punkte und die kann man sich ganz gut merken. Der Daumen steht für das Profil. Also da finde ich erstmal raus, was sind denn meine Werte, meine Leidenschaften, also Werte, Lebensmotive, ja, ist vielleicht der treffendere Begriff. Leidenschaften, was sind meine Stärken oder Kompetenzen, ist eigentlich der bessere Begriff. Und was sind die Rahmenbedingungen, in denen ich mein Potenzial optimal entfalten kann. So, das nenne ich den K-Kompass, also diese 4 Dinge, das ist das Wesentliche, was eigentlich dich in deinem Berufsleben auch begleitet. Ja, so. Dann der zweite Finger, der Zeigefinger, der steht für das Thema Fokus, Ziele, also Ziele fokussieren, wie komme ich denn eigentlich dahin, wie bleibe ich dran, wie nutze ich auch solche Dinge wie Resonanzprinzip für mich etc. Der Mittelfinger, ich in meiner Mitte, ist eigentlich auch leicht zu merken. Also da geht es um Selbstvertrauen. Wie gehe ich denn um mit Widersachern? Wie gehe ich um mit meinen eigenen Ängsten? Und wie finde ich auch eine Life Balance? Das sind so die 3 Hauptthemen. So, dann der Ringfinger. Hat man manchmal ja einen Ring dran mit einem Diamant, der strahlt nach außen. Ja, also das heißt, das ist die Haltung, die ich als Führungskraft zeige, auch die Führungskompetenz. Viele sagen ja, Führung ist eine Frage der Haltung und der Meinung bin ich auch, das ist das Wesentliche. Ja. Und der letzte und kleine Finger, ja, kann man sich gut merken, andere um den kleinen Finger zu wickeln, sagt man ja sprichwörtlich. Also das heißt, Netzwerke nutzen,
die richtigen zu finden, die mir helfen, Mentoren, Sponsoren und am Ende natürlich auch erfolgreich bewerben. Ganz wichtiger Punkt, ja. Also die Stelle muss man ja auch finden. Ja. Das ist, da tun sich viele sehr, sehr schwer, weil sie einfach, ja, sich, manche bewerben sich x-mal und kriegen immer wieder eine Absage, landen auf dem zweiten Platz, weil so das letzte Quäntchen fehlt, ja. Und da kann ich sehr gut ansetzen. Also das, weil ich halt auch selber Personalauswahl kenne und ich weiß genau, Ja. was da ankommt. Und da machen auch Bewerber immer wieder dieselben Fehler, ne? Und zwar in allen Führungsebenen, bis oben. Ja, okay. Und so oft bewirbt man sich ja auch nicht. Normalerweise sage ich jetzt mal einfach, vielleicht. Ich sage jetzt mal alle 3 bis 5 Jahre vielleicht, wenn man einen Karrieresprung vielleicht auch öfter, aber ich sage es mal, ist ja kein Tagesgeschäft. Und das ist natürlich auch wichtig, da einen Experten dann zu Rate zu ziehen, der im Endeffekt so ein bisschen an diese kleinen Schrauben im Endeffekt dreht und sagt, ah, jetzt funktioniert es auf jeden Fall. Ne? Und das finde ich ganz wichtig, weil dafür ist ein Coaching natürlich sehr, sehr wertvoll. Aber gibt es denn überhaupt den idealen Job? Ja, also der ideale Job, manche sprechen ja vom Traumjob, ja, das ist so Ja. ein kritischer Begriff. Also ich habe da so ein Bild. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, dieser K-Kompass, also die, wenn du herausgearbeitet hast, die 5 wichtigsten Lebensmotive, die du hast, die 5 wichtigsten Interessen, die 5 wichtigsten Kompetenzen oder Stärken, ja, die 5 wichtigsten Bedürfnisse oder Rahmenbedingungen. Wenn du die hast, dann hast du 20 Kriterien. Viermal. Ja. Wenn du von den 20 16 erfüllt hast, dann hast du 80%. Dann würde ich sagen, Bingo, das ist es, ja, weil 100% wirst du kaum erreichen. Also ich stelle Ja. mir das dann vor wie eine Zielscheibe, ja, also Bullseye Ja. in der Mitte wäre 100%, okay, aber das wirst du wahrscheinlich nicht erreichen. 80% ist Ja. super, 60% ist auch noch gut. Ja. Das kann wachsen, da kann man ja auch noch Dinge verändern. Also auch das ist ja ein großes Thema. Wie verändere ich denn selbst meine Rahmenbedingungen? So, bei 40% wird es kritisch, ja. Also das würde ich Ja. nur im äußersten Notfall und nur temporär machen, so einen Job. Ja, Und ist indiskutabel, ja. das hört sich sehr systematisch an, wie du da vorgehst. Finde ich eine tolle Sache. Du arbeitest auch gerne mit Checklisten, das auch in dem Buch so, dass man das anwenden kann. Ich liebe Checklisten übrigens, ja, weil ich sage mir dann immer, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Ich muss mir dann keine Gedanken mehr machen, hast du das dran gedacht, sondern ich hake es einfach ab. Und das wird ja in vielen Berufszweigen auch so verwendet, wie ich das immer wieder feststellen kann. Und ein gutes Hilfsmittel. Im Grunde. Ich komme mal auf den Daumen zu sprechen, Harald. Ja, das, wenn ich das richtig behalten habe, geht es da um Werte im Endeffekt. Da hast du auch ein ganzes Kapitel im Buch auch gewidmet über Werte. Was ist denn für dich Wertschätzung? Wertschätzung ist, das hat jetzt nicht nur bedingt was mit den persönlichen Werten zu tun. Also es geht ja, man muss ja immer unterscheiden, meine eigenen Werte oder ich sage Werte, Ja. Lebensmotive. Was ist mir denn im Leben wirklich wichtig? Und was ist dem anderen wichtig? Ja. Und dann gibt es noch die Kollektivwerte. Also es gibt ja auch Unternehmenswerte oder es gibt auch ein Grundgesetz. Ja, das sind Werte. So. Also das muss man schon mal grundsätzlich unterscheiden. So, und Wertschätzung. Das ist eigentlich für mich eine Grundhaltung dem anderen gegenüber. Ja? Also eine positive Grundhaltung gegenüber anderen Menschen. Das hat nichts mit Anerkennung zu tun oder nur teilweise. Anerkennung ist was anderes, weil Anerkennung ist immer aufgrund eines Vorfalls oder einer, ja, wenn jemand was Besonderes geleistet hat. Also zu mir hat mal eine Führungskraft gesagt, ich würde ja gern wertschätzend führen, aber ich habe kein Budget dafür. Da sage ich, nein, darum geht es nicht. Ja? Darum geht es nicht, sondern es geht um eine Grundhaltung gegenüber dem Menschen. Anzuerkennen, dass andere Menschen andere Werte, andere Stärken haben und die zu erkennen und zu fördern, das ist für mich eine Grundvoraussetzung von Führung. Und da muss ich mir natürlich erstmal selber darüber im Klaren sein, welche Stärken ich habe, welche Werte ich habe und muss akzeptieren oder muss es wertschätzen, dass andere
eben andere haben und dass sich das alles auf wundersame Weise auch kombiniert. Und ja, kein Mensch kann alles, beziehungsweise wenn er alle Stärken hätte, wäre er ja kein Stern, sondern ein Kreis, sage ich immer. Ja, also dann hätte, ja. Ja, Also ich sehe ein es immer so schönes als Bild. Stern mit 5 Zacken, meine 5 größten Stärken. Ja. Und andere haben eben 5 andere größere Stärken. Und das miteinander zu kombinieren, das ist eigentlich die Führungsleistung. Und das ist auch Wertschätzung. Ja. Und auch zu erkennen, wo liegen die Stärken denn der einzelnen Mitarbeiter? Ja, Welche genau. Aufgaben kannst du ihnen geben und wie arbeiten dann die Teams zusammen? Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und hat mit der Fachkompetenz als solches nichts zu tun. Ich sage jetzt mal, ist es ein Ingenieur, Maschinenbau, ja? Der hat Maschinenbau studiert, ist in seinem Job super, aber er kann nicht führen. Aber er könnte es ja lernen, wenn er möchte, ja? Ja, das finde ich auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte jetzt, das würde den Zeitrahmen sehr wahrscheinlich sprengen, aber auf den kleinen Finger würde ich auch nochmal gerne eingehen. Und zwar hast du davon Netzwerken gesprochen. Ja, wir kennen uns ja über LinkedIn, wir wissen, wie Netzwerken geht. Ja, jeden Tag sind wir da irgendwo in diesen sozialen Netzwerken unterwegs und tauschen uns aus. Dadurch haben wir uns ja auch kennen und schätzen gelernt. Welche Tipps hast du dafür? Ja, Netzwerken ist übrigens auch eine Frage der Haltung vor allen Dingen, also der Haltung anderen Menschen gegenüber. Es geht beim Netzwerken nicht darum, jetzt auf die Schnelle irgendwelche Vorteile mir zu verschaffen, sondern es geht einfach darum, ja, anderen gegenüber offen zu sein. Ich habe ja vorhin das Bild der Schiffe, die also gerne vorbeifließen, die Chancen. Ja? Und wenn ich andere Menschen mal grundsätzlich als Chancen betrachte und das auch beobachte, dann werde ich irgendwann, wird auch der Richtige dabei sein, der mir hilft. Ja. Das kann man gar nicht so, ja, wie soll ich sagen, es ist schwer zu greifen. Das ist wirklich eine Grundhaltung. Ich weiß nicht, ob rübergekommen ist, was ich meine. Ja. So, und dann musst du natürlich auch, wenn der Richtige kommt, musst du natürlich auch zugreifen und musst sagen können, ja, und genau das will ich. Da hapert es auch bei manchen, die einfach nicht in der Lage sind. Das ist übrigens, ich habe ja lange Zeit, war ich ja Diversity Manager bei dem großen Konzern und hatte ja die Aufgabe, den Anteil von Frauen in Führungspositionen dramatisch zu erhöhen, sozusagen. Also von 6 auf 20% in der Nutzfahrzeugbranche ist das anspruchsvoll. Und es ist gelungen, ja. Und da habe ich gerade festgestellt, bei den Frauen hapert es oftmals daran, dass sie einfach wirklich nicht sagen, was sie wollen. Und wenn du nie sagst, ich will den und den Job und ich will Führungskraft werden, dann wirst du es auch nicht. Ja, so wie Simone de Beauvoir gesagt hat, Frauen, da ging es ja um Frauen bei ihr, Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen. Sie bekommen nichts. Ja. Und ich muss ja Und eine Lanze für die Frauen als Führungskraft auch mal brechen. Es sind ja wirklich die besseren Führungskräfte. Ja, die sich, also es hat ja auch definitiv. mit mehr Empathie, mehr Einfühlungsvermögen, hat es ja zu tun, gibt es ja auch Studien dazu. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass eine Mischung und dass sie diese Diversity, ja, nicht nur Frauen, dass sie gehoben werden, sondern egal, welche Hautfarbe es ist, ja, welches Alter es ist, dass eine gute Mischung, ja, das ja macht in der Unternehmenswirtschaft, ja, dass man sagt, dann kann ich ein Thema und meine Produkte, meine Dienstleistungen und so weiter viel besser vorantreiben, weil ich habe viele, viele Meinungen, ja, und Ansätze, die ich dann besser reinsetzen kann. Hast du das auch so erfahren? Absolut, das ist der springende Punkt. Also ich habe ja vorhin so ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, dass Frauen sind die besseren Führungskräfte. Ich finde, die Kombination ist wichtig. Ja, also das siehst du ja, wenn nur Frauen zusammen sind, da habe ich auch schon schlimme Sachen erlebt, genauso wenn nur Männer zusammensitzen. Ja. Okay, da könnten wir noch mal einen zweiten Podcast zu machen, aber aber es ist bei Männern genauso. Es sind unterschiedliche Reaktionen, sage ich jetzt mal einfach so, um das mal so ein bisschen abzumildern Ja, ja, ja. dann. So, ich finde, die Mischung ist wichtig. Und das war halt einfach damals völlig, völlig unterbeleuchtet. Und Ja.
Das hat ja auch damit zu tun, dass überwiegend eine Männerdomäne ja auch das Sagen hat. Ich habe letztes Mal noch eine Statistik gelesen, dass leider Ostdeutsche ja nicht so stark in Führungspositionen präsent sind. Das finde ich mindestens genauso schlimm. Ja, weil ich sage jetzt mal, seit die Grenzen damals, die Mauer gefallen ist, ja, sind es mindestens genauso kompetente Menschen, ja, die sogar noch viel mehr entwickeln mussten, beziehungsweise noch viel mehr an sich arbeiten mussten. Ich habe die Erfahrung, gerade im Softwarebereich, dass Kunden aus Ostdeutschland nicht so häufig im Support anrufen, weil sie versuchen, es selber erstmal zu lösen. Also es sind Problemlöser. Ja, das war eben halt damals so in der DDR, dass man erstmal versuchen sollte, selber die Probleme zu lösen. Ja, und hatten nicht diese Mittel und so weiter. Ja, und dann gibt es natürlich auch andere Kunden, die greifen sofort zum Hörer. Ja, egal, wenn etwas nicht funktioniert. Das sind so meine Erfahrungen daraus. Ja, siehst du, aber da sind wir wieder bei den unterschiedlichen Stärken. Also nach meiner Erfahrung können Menschen, die in der DDR groß geworden sind, viel besser improvisieren. Ja, genau. Ja, aber das haben wir einfach gelernt. Ja. Das ist sozialisiert worden. Naja, gut, aber wir kommen jetzt mit dem Gender-Thema ein bisschen ab. Das stimmt. Aber trotzdem ist es ja interessant, mal zu erfahren, wie du das denn siehst, gerade jetzt in diesen Bereichen. Ne? Aber es sind ja alles Führungskräfte. Das ist unser Hauptthema im Endeffekt, Karriereleiter. Und bei einigen wird eben halt diese Karriereleiter auch dadurch, eventuell durch Diversity, vielleicht auch gebrochen, sage ich jetzt mal einfach. Ja, ja. Aber so ist übrigens, by the way, auch unser Buch entstanden, ne? Ja. Dieses Diversity Management, weil wir halt damals uns intensiv Gedanken gemacht haben, wie können wir denn eine damals unterrepräsentierte Zielgruppe bewusst fördern? Und es ist gelungen, ja. Also von daher kann ich jetzt sagen, funktioniert das Karrierecoaching? Ja. Ja. Welche Tipps, Harald, hast du denn für Führungskräfte, die sich jetzt mit dem Thema Netzwerken und Werbung beziehungsweise Selbstvermarktung auseinandersetzen? Genau. Also zur Selbstvermarktung gehört zum einen, da sind wir wieder am Anfang, bei dieser K-Kompass, also diese Bausteine, die ich genannt habe, die klar zu haben. Ja, wenn du die klar hast, kannst du zum Beispiel in einem Bewerbungsgespräch 90% aller Fragen beantworten. Ja, also aus der Lameng, da brauchst du gar nicht jetzt irgendwelche, es gibt da so ein Buch, die 100 gängigsten Fragen in Bewerbungsgesprächen und die ideale Antwort braucht man aus meiner Sicht nicht, sondern wenn du das klar hast, ja, weil die Fragen sind immer die gleichen, was sind ihre Stärken, manche fragen dann auch nach Schwächen, ja, warum sollten wir sie einstellen, was ist ihr Hauptasset, das sie mitbringen, warum bewerben sie sich gerade bei uns, eine Frage der Motive und der Interessen, ja. Weil du kannst alles auf diese vier Punkte zurückführen. Ja? Also das ist schon mal, das klar zu haben, ist aus meiner Sicht enorm wichtig. So, und dann, was beim Netzwerken eben noch wichtig, ich habe es vorhin gesagt, Augen und Ohren offen halten, wirklich auch Leute ja, kontaktieren. Ja. Und da sind viele, viele ängstlich. Ne? Ich habe zum Beispiel neulich hatte ich eine Dame, die hat gesagt, sie würde gerne wechseln in einen Bereich, muss ich jetzt nicht sagen, wo das war, ja. Und dann haben wir uns eine Weile unterhalten und dann kam raus, dass sie hätte da gerne einen Mentor, hat sie gesagt. Oder ich habe ihr empfohlen, einen Mentor zu suchen in diesem Bereich, der ihr vielleicht hilft, dort reinzukommen. Ja, also so viel zum Thema Netzwerken. Dann hat sich im Gespräch herausgestellt, dass der oberste Chef dieser Abteilung vor 3 Wochen ihr LinkedIn-Profil angeguckt hat. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Bingo, genau. Dann schreib ihn doch an und sag, du hast gesehen, er hat dein Profil angeguckt und möchtest ihn gerne fragen, ob er dir einen Mentor empfehlen kann aus seinem Bereich. Das ist wirklich auf Vorstandsebene. Endeffekt, er wurde ihr Mentor. Der hat gesagt, ich mache das. Wenn du zu uns willst, ja, das mache ich gerne. So, das ist Netzwerken. Also man muss sich auch mal trauen. Ja. Und selbst in großen Unternehmen, ich habe schon leitende Führungskräfte erlebt, die dann ganz ängstlich gefragt haben, glauben Sie denn, ich könnte mit dem Vorstand XY mal ein Gespräch führen?
Wird der mich, ist das eine, ist das ein Affront, wenn ich den einfach so frage? Sag ich, mein Gott, haben die Leute Angst, ja? Wahnsinn. Ja, Ja. das ist wirklich erstaunlich. Aber danke erstmal für die Tipps, die wir jetzt hier aufgenommen haben. Und wir kommen auch schon zum Ende, lieber Harald. Der Podcast hat auf jeden Fall für Klarheit hoffentlich gesorgt bei den Führungskräften, dass es auch nur fragende Menschen entsprechend, dass man diesen helfen kann. Eine Handvoll Tipps. Ja, eine Handvoll und die reicht im Endeffekt schon, um den nächsten Karrieresprung im Endeffekt zu wagen, zu riskieren und dann auch zu gehen. Dass es kein Budget für Wertschätzung gibt, das stimmt im Grunde nicht. Das fand ich auch noch eine sehr schöne Sache. Und ich setze mich, glaube ich, gleich am Rhein und warte auf das nächste Schiff, lieber Harald. Dankeschön für das Gespräch. Und du hältst in den nächsten Tagen erstmal unseren Kaffeebecher und darauf steht, du bist wertvoll mit Espresso dabei aus Emmerich. Ja, herzlichen Super. Dank, ja, für deine Zeit. Da freue ich mich sehr. Und ich danke dir ganz herzlich, André, für das Interview. Hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank, bis dahin. Tschüss, Harald. Tschüss, André. Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.